Plattdeutsch snacken, also Plattdeutsch reden, das ist etwas, das machen die Leute im hohen Norden, sollte man denken. Tatsächlich ist das Niederdeutsche in Nord- und Ostfriesland und Schleswig am meisten verbreitet, aber natürlich gibt's auch hier bei uns in Nordrhein-Westfalen niederdeutsche Sprachvarianten, Münsterländisch, Ostwestfälisch oder Lippisch. Die Wörter, die Geschichten und auch die Haltung, die da vielfach dahinter steckt, die lohnt es sich zu pflegen, die gehört zur Kultur der Region und klar, es macht auch einfach Spaß. Deshalb schießen seit einiger Zeit Initiativen aus dem Boden, die sich dafür engagieren, dass das Kulturgut Platt nicht verloren geht. Zum Beispiel bei einem Projekt der Fachstelle Schule des Lippischen Heimatbundes. Susanne Schnabel hat mit den Machern und Macherinnen einer Plattdeutsch-AG gesprochen und natürlich mit der Zielgruppe. Der plattdeutsche Sketch Frünskopp. Schon morgen, Kinders, schon morgen voll Helienstöhler. Hieß dann was Sunder. Nun vertellt mir doch mal, was ihr so hieß dann macket habt. Ich heiße Valeria Kutu. Ich habe mich bei der Plattdeutsch AG gemeldet, weil manche das noch sprechen und man das auch dann verstehen kann. Mir hat am besten der Sketch gefallen und dass ich auch die Lehrerin spielen dürfte. Ich bin Amelie Blüssem. Ich habe mich bei der Plattdeutsch AG gemeldet, weil es einfach eine andere Sprache ist und weil sie toll klingt. Mir hat an der Plattdeutsch AG gefallen, dass wir moderne Geschichten mit der alten Sprache kombiniert haben. Ich heiße Tatjana Kutu. Ich wollte zu der AG gehen, weil die Sprache mich interessierte. Und mir haben die plattdeutsche Lieder gefallen. Doris Blüsse hat mit Grundschulkindern aus Augustdorf, einer kleinen Gemeinde im Kreis Lippe, einen Sketch auf Plattdeutsch eingeübt. Es geht um Facebook und echte Freundschaft. Ich habe 253 Freunde durch Facebook. Großeltern und Eltern von Doris Blüsse sprachen noch fließend lippisch platt. Sie selber versteht es zwar, konnte es aber nicht sprechen. An Heimatabenden, in der Volkshochschule und auch gemeinsam mit den Kindern in der AG hat sich die Lehrerin die Sprache wieder erarbeitet. Wir haben erstmal so ein paar plattdeutsche Wörter besprochen, die es zum Teil noch im heutigen Sprachgebrauch gibt hier in der Gegend. Wie zum Beispiel plempern oder plästern oder kabbeln oder kinkerlitzken und rutschmann tucken an die Seite. Die Kinder hatten riesigen Spaß an den lustigen Wörtern und wollten schnell mehr wissen über das Lippisch-Platt, das zu den niederdeutschen Sprachen gehört, die durch die europäische Sprachencharta geschützt sind. Die Kinder haben fleißig geübt, erzählt Doris Blüsse. Die haben also zu Hause teilweise das nochmal gelesen, dann haben wir in der Schule korrigiert, haben sich gegenseitig korrigiert. Wenn ich dann Hilfen gegeben habe bei bestimmten Buchstaben, die etwas anders ausgesprochen werden auf Plattdeutsch, als wir es kennen, da haben sie mich dann teilweise auch korrigiert, wenn ich mich mal vertan habe, weil die so mit Begeisterung bei der Sache waren. Der Lippische Heimatbund hat ein Konzept für die Schulen entwickelt, um Kinder mit Lippisch-Platt vertraut zu machen. Hannelore Budde ist Mitglied der Fachstelle Schule im Heimatbund und ehemalige Lehrerin. Sie setzt sich leidenschaftlich ein für die Erhaltung der alten Sprache, gibt Unterricht in Grundschulen. Besonders gut lernen die Kinder mit bekannten Melodien, sagt Hannelore Budde. Und zwar habe ich von Rolf Zukowski die Erlaubnis erhalten, seine Lieder auf Lippisch Platt zu übersetzen. Und da die Kinder ja diese Melodie im Ohr haben, fiel es ihnen dann auch recht leicht, dieses Lied dann auch auf Lippisch Platt zu singen. Hannelore Budde findet es schade, dass Plattdeutsch in Nordrhein-Westfalen noch nicht im Lehrplan aufgenommen wurde. In Niedersachsen, in Ostfriesland, in Schleswig-Holstein steht Plattdeutsch auf dem Stundenplan. Und das ist hier in Nordrhein-Westfalen eben halt noch nicht so durchgedrungen. Dabei ist inzwischen wissenschaftlich erwiesen, dass Kinder, die frühzeitig an eine regionale Sprache herangeführt werden, leichter Fremdsprachen lernen. Bestes Beispiel ist Robin Münch aus Blomberg in Ostwestfalen-Lippe. Der 14-Jährige ist sehr gut in den Fächern Latein und Englisch. Als kleiner Junge hörte er bei einer Freundin der Familie Lippisch Platt und wurde neugierig. Robin Münch fasziniert. Dass es unsere lippische Sprache ist. Es ist was Älteres. Ich interessiere mich sehr gerne für die Geschichte. Und von daher dachte ich mir, dass das relativ gut passt.
Es war nur eine Frage der Zeit, bis Hannelore Budde, Botschafterin des Plattdeutschen, und der sprachbegeisterte Robin Münch sich begegnen. Hannelore Budde hat mich einfach darauf angesprochen, dann habe ich einfach mitgemacht. Ich bin dann zu denen nach Hause gekommen und wir haben das dann einstudiert, probiert. Also Privatunterricht. Ja, ganz genau. Im Internet gibt es viele Möglichkeiten, Lippisch Platt zu lernen. Aber das ist nichts für Robin. Soll ich ehrlich sein? Ich habe da noch nie reingeguckt und ich habe es noch nie probiert. Ich lerne das aus alten Büchern und ich hatte sogar schon mal einen Mini-Auftritt mit dem Lied In der Weihnachtsbäckerei. Die Erwachsenen feiern Robin bei seinen Auftritten auf Heimatabenden, sind begeistert von seinem Talent und seiner Liebe zum Plattdeutschen. Seine Mitschüler finden das eher uncool. Mir ist mal in der Schule passiert, da habe ich mal das jemandem erzählt und die haben sich dann echt lustig drüber gemacht. Plattdeutsch war ja immer die Sprache auf dem Plattenlande von Leuten mit den plattdeutschen Köpfen. Das ist auch erstmal ganz falsch, denn die Herkunft Plattes Deutsch, das heißt nicht Platt, sondern das heißt eine klare, ehrliche, offene Sprache. Werner Zahn kennt sich aus. Er ist Mitglied in der Fachstelle Mundart und Brauchtum im Lippischen Heimatbund und hat an den Konzepten für die Schulen mitgearbeitet. Früher war Plattdeutsch eine Weltsprache, wie heute Englisch, sagt Werner Zahn. Das war nämlich die Sprache der Hanse über 400 Jahre. Alle Verträge wurden auf Niederdeutsch unterzeichnet. Der Niedergang der Sprache kam natürlich dann erst mit Martin Luther, der seine Bibelübersetzung dann in einer Kanzleisprache verfasst hat. Nach und nach verschwand Plattdeutsch und wurde nur noch im stillen Kämmerlein gesprochen. Das ändert sich gerade. Werner Zahn? Wenn ich in Schleswig-Holstein bin oder sowas, da laufen die Schüler offen mit T-Shirts rum, x-nack, platt und sowas. Da ist das also nicht mehr so. Und bei uns haben wir, glaube ich, auch so einen kleinen Aufschwung schon erlebt, dass also alte Begriffe, die gut klingen, wieder ganz modern sind und wieder auch im WDR zu hören und zu sehen sind. Und da ist, glaube ich, so eine kleine Wende eingekehrt. Und die muss man jetzt natürlich versuchen, am Leben zu halten und zu fördern. Da stimmt Robin zu. Ich sag mal so, Blomberg grüßt den Rest der Welt. Na, da grüßen wir herzlich zurück. Ich kann es leider nicht auf Platt. Susanne Schnabel für WDR 3 Kultur am Mittag zu Besuch bei einer Plattdeutsch AG des Lippischen Heimatbundes. Und immerhin machen wir jetzt Musik, sozusagen in Mundart, Mahan in neue Oberkeet. Wir haben eine neue Obrigkeit, die Sinfonia zur Kantate von Johann Sebastian Bach.